mache das mal nicht am Pult, sondern darf mich ein bisschen bewegen. Lieber Herr Rüssing, liebe Frau Bienstein, sehr geehrter Herr Ruiz, liebe Frau Thörmer, lieber Herr Böß und natürlich liebe Gäste aus nah und fern. Wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, durch alle Widrigkeiten hindurch, wie schon gerade skizziert. Für uns ist immer eine besondere Freude, wenn die Universität ein Ort des lebendigen Ideenwettstreits ist, und wir hoffen sehr, dass das an diesem Tag auch der Fall sein wird. Ich glaube, es ist in Deutschland in den vergangenen Jahren ganz viel gelungen, in dem Bemühen, dieses große Themenfeld Demenz mit anderer Aufmerksamkeit zu versehen, als das jahrzehntelang der Fall war. Ja, Sie alle kennen die Zahlen, jetzt keine großen Prävalenz- und Inzidenzkatastrophenmeldungen. Wir haben eine große gesellschaftliche Aufgabe, und die überhaupt ins Bewusstsein zu bekommen, ist in den vergangenen Jahren richtig gut gelungen. Nicht nur aus der Wissenschaft heraus, nicht nur was den Journalismus betrifft, das gilt auch für Filme, für TV, wie Sie wissen, es gilt auch für die Kunst und es gilt vor allen Dingen auch für die Literatur. Das ist mir ein besonderes Anliegen, und ich würde gerne schließen mit einem meiner Lieblingsbücher, was ich gelegentlich mal erwähne und hier vielleicht auch schon in diesem Kreis, trotzdem, das kann man nicht oft genug machen. Viele von Ihnen mögen das kennen, ein junger österreichischer Autor, Arno Geiger, in Wien lebend, aber in Vorarlberg geboren, auf einem Bauernhof weit oberhalb des Bodensees. Und Arno Geiger hat mit seinen Geschwistern gemeinsam, wie so viele von uns hier möglicherweise auch, seinen demenzkranken Vater versorgt in den letzten Lebensjahren. Und er hat ein Buch darüber geschrieben, Der alte König in seinem Exil, was eine wunderbare Beschreibung der Aufgaben darstellt, jetzt mit literarischer Kompetenz und Kunst versehen, was das für einen Menschen bedeutet, was es für eine Familie, für ein Dorf, für einen Sozialzusammenhang heißt, an Demenz zu erkranken und diesen letzten Lebensweg zu beschreiten. Und jetzt kommen 4 oder 5 Zeilen aus diesem Buch, die ich besonders gerne mag auch und die vielleicht in einem Satz all das enthalten, was auch an Herausforderung, auch an Tragik, aber auch an schönen Seiten enthalten sein kann, und das würde ich Ihnen gerne weitergeben. Also 5 Zeilen aus dem Buch Arno Geiger, Der alte König in seinem Exil. Sollten Sie es nicht kennen, das Buch lohnt sich, inzwischen auch als Taschenbuch erschienen, nicht mehr ganz so kostspielig. Wenn ich zu Hause bin, was nicht allzu oft vorkommt, da wir die Last der Betreuung auf mehrere Schultern verteilen können, wecke ich den Vater gegen 9. Er liegt ganz verdattert unter seiner Decke, ist aber ausreichend daran gewöhnt, dass Menschen, die er nicht erkennt, in sein Schlafzimmer treten, sodass er sich nicht beklagt. »Willst du nicht aufstehen?«, frage ich ihn freundlich. Und, um ein wenig Optimismus zu verbreiten, füge ich hinzu, »was für ein schönes Leben wir haben.« Skeptisch rappelt er sich hoch. »Du vielleicht«, sagt er. Ich reiche ihm seine Socken. Er betrachtet die Socken ein Weilchen mit hochgezogenen Augenbrauen und sagt dann, wo ist der Dritte? Also ein Satz, den man humorvoll nehmen kann, den man tragisch nehmen kann, in dem alles enthalten ist in dieser Trias. Und mit diesen 3 Worten danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe sehr, dass es ein fruchtbarer Tag wird. Ich finde es toll, dass das DZD erneut diese Tagung ausrichtet, dass erneut so viele Menschen zu uns gekommen sind. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Professor Butzlaff, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Rüsing, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung. Sie haben darauf hingewiesen, dass Herr Peters, der Fachmann unseres Hauses, Ihnen wohl bekannter ist als ich. Gleichwohl möchte ich die Gelegenheit hier nutzen, mich Ihnen vorzustellen. Mein Name ist Dirk Ruiz, Leiter des Verbandes der Ersatzkassen in Nordrhein-Westfalen. Ich spreche hier für die Pflegekassen. Wir sind, wie gesagt, einer der Förderer des Instituts, und das aus gutem Grund. Lassen Sie mich vorab, ich löse mich auch von meinem kleinen Redemanuskript, was ich hatte, dass die Atmosphäre ist familiär genug, dass ich das machen darf, sozusagen den Bogen, den Sie geschlagen haben, mit Arno Geiger ein bisschen in die andere Richtung sehen. Sie stehen gerade ja in einer gewissen Tradition. Wie übersetzt man das Thema Demenz für die Personen, die nicht unbedingt aus fachwissenschaftlicher Sicht damit zu tun haben? Und da stehen Sie gerade in guter Tradition mit Dieter Hallervorden und Til Schweiger. Ich erinnere an den Film Honig im Kopf, der mir übrigens sehr gut gefallen hat, weil ich kein Pflegewissenschaftler
Wissenschaftler bin, mich auch nicht aus medizinischer Sicht damit beschäftige, aber das für mich ein Zugang zu dem Thema ist, der mir sehr gut gefallen hat. Und von daher leisten Sie alle in der Richtung, Sie haben Herrn Geiger zitiert, Aufklärungsarbeit zu dem Thema. Und ich glaube, irgendwie, das ist eine ehrenvolle Riege, in der Sie da stehen, auch mit Ihrem Dokumentationszentrum. Ja, ich möchte noch mal ganz herzlich von den Pflegekassen auch einen Gesamtgruß ausrichten, möchte ganz deutlich die Arbeit würdigen des DZD. Diese Arbeit begann vor 10 Jahren mit unserer Förderung und ich glaube, das ist eine einzigartige Institution im Land, aber auch in der Bundesrepublik. Und ich denke, diese Arbeit kann man nicht genug wertschätzen. Wir schätzen diese Arbeit sehr und auch wenn ich zugegebenermaßen nicht aus dem Expertenkreis der Pflege komme, weiß ich doch aus vielen Gesprächen mit Kollegen, die in diesem Thema betraut sind, wie wertvoll die Arbeit ist. Und das liegt an der institutionellen Verankerung hier. Das liegt aber natürlich auch an Ihrer Person, Herr Rüsing. Ich habe eben gesagt, als ich das erste Mal kennengelernt habe, da haben Sie einen Vortrag gehalten und da ist mir einfach auch Ihre Art aufgefallen, wie sehr handfest und sehr engagiert Sie bei dem Thema reden und das ist mir in Erinnerung geblieben und das möchte ich persönlich noch mal kurz anmerken, dass ich glaube, dass Sie da eine hervorragende Arbeit leisten und die Einbindung hier in die Universität spielt, glaube ich, eine ebenso große Rolle und wir haben ja gerade auch eine neue Verankerung mit einem Forschungsprojekt, wo wir auch sehr dankbar sind, dass das hier in guten Händen ist und von daher wird die Arbeit auch, sagen wir mal, auch in unserem Sinne, finde ich, sehr gut geführt. Dass die Themen nicht ausgehen werden, da sind wir uns alle einig, die politischen Rahmenbedingungen, die es gibt und auch die Aktivitäten, teilweise auch der Aktionismus, muss ich sagen, der stellt uns alle vor neue Herausforderungen. Ich möchte mir erlauben, 3 Punkte kurz anzusprechen, die uns als Pflegekassen wichtig sind in dem Thema. Zum einen haben wir eine neue gesetzliche Regelung zu Betreuungsleistungen. Und leider ist Frau Ministerin noch nicht da und wir als Pflegekassen sind ja sehr daran interessiert, dass neue Leistungen auch entsprechend schnell an die Menschen kommen, an die Personen kommen und genutzt werden können. Hier haben wir noch gewisse Lücken, auch durch eine fehlende Rechtsverordnung im Land und ja, ich will die Gelegenheit sozusagen hier erstmal ins Nichts nutzen, Frau Ministerin darauf hinzuweisen, dass diese Rechtsverordnung aussteht und da würde ich mir wünschen, dass da entsprechend auch politische Aktivitäten entwickelt werden, dass wir hier in der Versorgungspraxis auch zu den entsprechenden Angeboten für die Menschen kommen. Ein zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist, wir sind im Bereich der Pflegekassen noch stärker als im Bereich der Krankenkassen. Wir sind ja so ein bisschen Personalunion von Seiten der GKV und der Pflegeversicherung. Doch im Thema Pflege noch aktiver und auch steuernder aktiv, was uns dazu geführt hat, dass wir bei der Verknüpfung der Selbsthilfe mit der Pflege, Stärkung der pflegenden Angehörigen einen besonderen Schwerpunkt legen und diesen Schwerpunkt auch mit einer großen Geldsumme im Land untermauern. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind hier geschaffen und das wollen wir nutzen. Der Verband der Ersatzkassen hat auch unter der Expertise von Herrn Peters hier, glaube ich, sehr gute konzeptionelle Entwicklungen auf den Weg gebracht. Und auch hier warten wir auf den Startschuss durch das Land, dass wir im Bereich der Selbsthilfestrukturen und der pflegenden Angehörigen auch endlich mit Projekten an den Start gehen. Ich glaube, das ist zur Entlastung in der Praxis wichtig. Und auch hier, glaube ich, ist die Expertise Ihres Hauses auch nötig, das zu begleiten und hier Hilfestellung zu geben, wie man auch entsprechend sachgerecht und auch sag mal, versorgungsadäquat solche Angebote umsetzt. Und da würde ich mich freuen, wenn wir da auch in den Dialog kommen. Herzlichen Dank, Herr Butzlaff, dass Sie anwesend sind. Danke, Herr Röss, dass Sie gekommen sind, Herr Peters. Und ich freue mich ganz besonders, dass Frau Professor Kuhn-Mansfield gekommen ist. Das ist für uns eine ganz große Ehre, dass Sie hier sind. Sie ist die Wissenschaftlerin, die sich umfänglich mit dem Thema Demenz beschäftigt hat. Fast alle kennen ihre Agitationsskala, die in vielen Bereichen genutzt wird. Und es war wirklich für uns eine große Freude, als Detlef Rüsing berichtete, sie hatten es geschafft, sie nach hierhin einzuladen. Ich hoffe, es wird ein guter Tag. Ja, ich freue mich sehr, dass wir zum 10-jährigen Bestehen des DZD heute hier zusammengekommen sind, nicht um nur das DZD zu feiern, sondern um auch inhaltlich weiterzuarbeiten, wie im Grunde wir es in vielen Fällen gewohnt sind. Wir wissen, dass die Pflege leider weltweit über relativ wenig gesicherten Wissens verfügt. Sie sehen hier nochmal Florence Nightingale, die 1857 im Krimkrieg damals die Soldaten versorgte, die verletzten Soldaten und als erste Pflegewissenschaftlerin Statistiken angefertigt hat, darüber, welche Auswirkungen es hat, wenn man die Soldaten alle 2 Stunden anders lagert und damit auch ein Dekubitus, also das Wundliegen, reduzieren konnte. Sie konnte nachweisen,
dass eine Reduktion auftrat, aber es traten trotzdem weiterhin Dekubitalprobleme auf. Und sie hat wahrscheinlich auch Personen lagern lassen, die gar nicht hätten gelagert werden müssen. Und das ist bis heute ein ganz großes Problem, dass wir in vielen Fällen nicht wissen, ob das, was Pflege tut, wirklich das bewirkt, was es bewirken soll oder was beabsichtigt ist. Und daran müssen wir arbeiten. Und dazu gehört eine große Aufgabe des DZDs, dieses Wissen natürlich auch in die Welt zu tragen. Es gibt Mythen und Sagen und viele von Ihnen werden das kennen. Also wir arbeiten immer noch in vielen Bereichen in der Vermutung, dass das den Patienten hilft. Und als ich 1972, ich gehöre jetzt wirklich zu den ganz alten Krankenschwestern, als ich 1972 mein Examen machte, da mussten wir als Schülerin jeden Abend die Schnittblumen aus den Patientenzimmern entfernen und auf den Flur stellen. Sie können sich vielleicht erinnern, dann standen 50 Blumensträuße auf dem Flur und zwar deshalb, weil uns gesagt worden war, die Blumen klauen in der Nacht den Patienten den Sauerstoff. Und wir haben das geglaubt. Es gab ja auch kein Google, wir konnten das nicht nachgucken, ob das wohl zutrifft und stimmt. Also wir mussten uns darauf verlassen. Wir haben aber auch nicht mal kritische Fragen gestellt. Und ich hoffe, dass unsere jetzige Generation solche Dinge kritisch hinterfragt und sagt, woher haben Sie das? Gibt es da eine Studie zu? Können wir das nachlesen? Und ich merke, dass da ein Veränderungsprozess deutlich auf dem Weg ist. Also wir haben die Blumen rausgestellt. Einer von uns fuhr dann mit dem Teewagen in die Blumen. Dann musste alles gewischt werden. Dann waren wir gut beschäftigt. Und wir haben überhaupt nicht überlegt, dass das unlogisch ist, was wir da tun. Weil wenn das gestimmt hätte, dann hätte am anderen Morgen die Nachtschwester bewusstlos auf der Station liegen müssen. Hat sie aber nicht. Sie war ganz putzmunter und darum brauchen wir auch seit langer Zeit jetzt keine Blumen mehr rausstellen. Das ist schon viel wert. Und ich denke, wichtig ist es, dass das Wissen auch wirklich da ankommt, wo es hinkommen soll. Das Dialog- und Transferzentrum ist nun 10 Jahre lang gefördert von den Pflegekassen und vom Land Nordrhein-Westfalen auf dem Weg, Wissen zu transportieren. Und ich glaube, das wichtigste und der größte Teil der Arbeit befindet sich darin, dass sie das Wissen, was es weltweit zum Thema Demenz gibt, so aufbereiten, dass es die Kollegen in der Praxis und auch die Laien gut verstehen können, was machen? Was gibt es an neuen Erkenntnissen? Was können wir davon gebrauchen? Wie können wir das umsetzen? Es werden im Bereich der Forschung werden Evaluationsstudien durchgeführt und es wird natürlich viel Literaturstudien durchgeführt. Sie kennen sicherlich alle die Newsblätter, die es gibt, wo Herr Müller-Hergel vor allen Dingen ganz intensiv aufbereitet Themen wie Ernährung, Schmerz, Sturz, herausforderndes Verhalten, wo man umfänglich einen Überblick bekommt über das Wissen, was es weltweit dazu gibt und wie man daraus Schlüsse ziehen kann für die direkte Versorgung. Der Wissenstransfer beschäftigt sich aber auch mit den Forschungs-Newslettern, wo nochmal ganz gezielt einzelne Themen herausgesucht werden. Das DZD hält unheimlich viel, also die Mitarbeiter des DZDs halten unheimlich viel Vorträge überall im Land und nicht nur bei uns im Land, sondern auch sogar im Ausland, um zu berichten, wie man inzwischen mit neueren Erkenntnissen gezielt diese implementieren und auch umgehen kann. Es werden Seminare durchgeführt, es werden Tagungen durchgeführt, es gibt Arbeitspapiere und was nicht zu unterschätzen ist, es gibt zig Anrufe im DZD, wo Familien, Betroffene anrufen und fragen, meine Mutter, mein Vater wird dement, was kann ich tun? Haben Sie eine Idee, worauf ich achten muss? Die Kollegen im DZD sind umfänglich in Gremienarbeiten eingebunden, vor allen Dingen eben auch in politische Gremienarbeit. Sie sind in Beiratstätigkeiten unterwegs. Ich fand es sehr spannend jetzt, dass das Bundeswirtschaftsministerium Herrn Rüsing aufgefordert hat, als Sachverständiger mitzuwirken, weil natürlich das Fraunhofer-Institut und all die anderen Institute, wo die Ingenieure ganz fleißig unterwegs sind, neue Ideen zu entwickeln, wie man Menschen mit Demenz unterstützen kann, unter anderem zum Beispiel mit einer Toilette, wo man von unten sofort mit Wasser gespült wird oder ein Kühlschrank, der zu einem spricht. Und natürlich Herr Rüsing dann klar sagen konnte, ich glaube, das hilft Menschen mit Demenz absolut nicht. Und die waren immer sehr enttäuscht, die Ingenieure. Die sahen schon, wenn Herr Rüsing die Hand hob, dann drehten die schon die Augen.
Aber das Ministerium hat darauf reagiert und hat gesagt, also wir brauchen Sie, Herr Rüsing, Sie müssen hier korrektiv sein. Sonst unterstützen wir irgendwelche technischen Entwicklungen, die völlig kontraproduktiv sind. Es gibt unheimlich viele Publikationen, die die Kollegen herausbringen. Und was Sie natürlich auch sehen, auch wir sehen es, dass in der Presse die Ministerin ist da. Das freut uns. Frau Steffens, herzlich willkommen. Also in der Presse wird ständig etwas über Menschen mit Demenz berichtet. Inzwischen, finde ich, wird es auch zunehmend auch wirklich hilfreich berichtet. Es wird Hinweise gegeben auf die Alzheimer-Gesellschaft. Es gibt auch viele Initiativen, gerade die vom Land losgestoßen wurden, weil das Land Nordrhein-Westfalen die ersten waren, die eine große Demenzinitiative auf den Weg gebracht haben mit den Demenz-Service-Zentren und wo eben auch hier dieses Wissen ganz gezielt an der Universität zusammengetragen wird. Etwas, was mich besonders freut, wir haben im DZD Herrn Detlef Klug seit einigen Jahren und er, Markus Klug, Entschuldigung. Markus Klug ist Medienwissenschaftler und er hat ein ganz neues Spektrum erobert, wo er eben vor allen Dingen filmgestützt viele Informationen rüberbringt, wo man schnell Informationen bekommen kann, sie schnell verlinken kann und es lohnt sich auf die Seite des DZD zu gehen.